Die Europäische Union habe alles getan, was sie habe tun können, um das EU-Austrittsabkommen über die Ziellinie zu bringen, schrieb der leitende Unterhändler der Europäischen Union, Michel Barnier. Die Vorbereitungen für eine Scheidung ohne vorherige Einigung seien nun wichtiger denn je, so Barnier. Donald Tusk, Präsident des Europäischen Rates, betonte, die verbleibenden 27 EU-Staaten erwarteten eine glaubhafte Begründung für eine mögliche Fristverlängerung und die Dauer. Die reibungslose Funktionsfähigkeit der EU-Institutionen müsse gewährleistet sein, so Tusk. Er bedauere das Ergebnis der Abstimmung, schrieb der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. Es sei enttäuschend, dass die britische Regierung nicht in der Lage gewesen sei, eine Mehrheit zu beschaffen.